natürlich wieder Toilettenpapierrollen, die heiligen. Und genau, was wir noch vergessen haben, beim ersten Teil zu erwähnen, ihr müsst jeweils 2 Sätze à 45 Sekunden machen. Und jetzt bei dem zweiten Teil machen wir es immer so, dass ihr die Übung aus dem ersten Teil nochmal wiederholt, aber nur einen Satz. Viel Spaß dabei! Geht ihr mit den Armen auf den Stuhl. Ihr könnt auch eine andere Unterfläche nehmen, zum Beispiel eine Bank, was ihr gerade so findet. Die Arme sind sehr nah am Körper dran und wichtig ist, ihr könnt auch in der ersten Übung erstmal die Beine anziehen, so wie der Doni das hier macht. Wichtig ist, dass jetzt die Ellenbogen nach hinten gehen und jetzt führt ihr den Körper nah an dem Stuhl oder der Bank runter. Die Toilettenpapierrolle ist dabei zwischen den Beinen. Das macht er wieder 45 Sekunden lang. Viel Spaß dabei! Die nächste Übung wird sein, dass ihr euch eine Mauer mit den Toilettenpapierrollen baut und dann jeweils über diese Mauer drüber springt und auf jeder Seite eine Kniebeuge macht. Der Doni zeigt euch das kurz. Drüberspringen, Kniebeuge, wieder drüberspringen und noch eine Kniebeuge. Das Ganze wieder 45 Sekunden lang. Unserer nächsten Übung weiter. Und zwar CrossFit-Sit-Ups. Wichtig bei den CrossFit-Sit-Ups ist, dass die Fersen, also die Knie zeigen nach außen, so wie beim Doni, und die Fersen sind ganz nah am Gesäß. So, jetzt dürft ihr bei der Übung auch Schwung nehmen und die Rolle tippt jeweils hinten, hinterm Kopf und vorne vor den Füßen. Das auch wieder 45 Sekunden.
Wir kommen nun zu unserer nächsten Übung, aber vorher verrate ich euch noch das erste Codewort von der ersten Challenge. Und zwar heißt es Liegestütz. So, jetzt die nächste Aufgabe. Und zwar macht ihr Liegestütz auf den Knien. Das sieht so aus. Versucht dabei wieder eine gerade Linie mit dem Körper zu haben und die Brust muss die Klopapierrolle berühren. Der Doni zeigt euch das einmal. Wieder 45 Sekunden lang. So, wir kommen nun zu unserer ersten Übung und zwar machen wir den Liegestütz und müssen dabei seitlich laufen und einen Turm von der einen Seite rüber auf die andere Seite bauen. Wichtig ist beim Liegestütz, dass die Hände unter der Schulter sind und dass der Körper eine Linie bildet. Das heißt, der Po steht nicht zu weit nach oben und er hängt aber auch nicht durch. Na dann, Doni, los geht's! Genau, ihr rollt die Rolle einmal rüber, aufstellen und wieder rüberlaufen. So, nun kommen wir zur nächsten Übung und zwar machen wir die Dips mit gestreckten Beinen. Die Toilettenpapierrolle klemmt ihr wieder zwischen die Beine. Die Beine sind gestreckt. Wichtig ist, dass die Hände nah am Körper sind und jetzt geht der Po leicht zu Boden und wieder nach oben. Natürlich wieder 45 Sekunden und das zweimal. Thank you.
kommen nun zu unserer nächsten Übung. Und zwar baut ihr wieder eine Mauer und die Aufgabe ist der Vier-Eckensprung. Das heißt, ihr springt in jede Richtung von der Mauer. Das heißt, rechts, links, vorne, hinten. Und das natürlich wieder 45 Sekunden lang. Zweimal. Wir kommen nun zu unserer nächsten Übung und zwar den Faust-Sit-Up. Hierbei müsst ihr die Arme und Beine gestreckt halten, mit Armen und Beinen gleichzeitig nach oben kommen und die Toilettenpapierrolle tippt dann an den Füßen, dann wieder absetzen. Wichtig ist, wenn ihr es schafft, dass die Arme und Beine gestreckt sind und auf jeden Fall, dass es gleichzeitig ist. Wichtig ist, wenn ihr es schafft, dass die Arme und Beine gestreckt sind und auf jeden Fall, dass es gleichzeitig ist. Zu unserer nächsten Übung und zwar die Liegestütz. Ihr müsst bei der Liegestütz mit der Brust die Toilettenpapierrolle berühren. Das ist ja auch das Ziel dieser ganzen Challenge, dass ihr hinterher nach dieser ganzen Challenge so viele Liegestütz schafft, wie ihr alt seid. Wir machen das heute als Pyramide, das heißt, ihr fangt bei 1 an und geht so hoch ihr kommt. Der Doni macht das jetzt mal bis 5, fängt mit 1 an, dann 2, dann 3, dann 4, dann 5 und von 5 wieder zurück. 4, 3, 2, 1 und fertig.